Stunden mindestens müssen wir hier aushalten und uns irgendwie selbst versorgen, uns Shopping schaffen, uns ein Handy besorgen. Mit dem wir das Boot wieder anrufen, dass es wieder abholt. Ich habe nur einen Tipp bekommen. Und zwar soll das Handy an der höchsten Palme, der größten Palme der Insel versteckt sein. Okay, dann los. Sehen wir im Moment noch gar keine Palme. Doch, da. Los. Okay, ihr fangt schon mal an zu suchen. Ich guck mal, ob das Wasser auch wirklich ist. Nee. Sind wir jetzt eine ganze Runde um die Insel gewetzt. Ich bin sandblind. Und anderthalb Stunden. Ich bin nass geschwitzt. Und ich finde keine Palme. Ja. Also wir sind jetzt hier mit meinen Gehilfen Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und die Einzige, die Lösung in der Tasche hat, ein Feuerzeug und ein Taschenmesser. Oh, das ist ein Buschmesser. Ohne dass ich wüsste, was ich damit jetzt anfangen soll, bin ich. Okay, also ich gehe jetzt mit meinem Taschenmesser noch mal weiter auf die Suche nach einer Palme. Okay. Oh no. Okay, ich habe ja mein Taschenmesser und da muss ich jetzt irgendwie durch. Ich habe die anderen verloren. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich laufe seit 2 Stunden hier rum und alles trieft. Und hier ist eine Palme. Und so wie ich sehen konnte, die höchste. Ups. Ja, was soll ich jetzt damit? Ach, das ist das Handy. Ich habe das Handy. Ja. Halleluja. Okay. Zurück zum Strand. Ich habe meine Jane. Wir sind gerettet! Ja, wir auch schon. Guck mal, was in der Zwischenzeit hier angespült wurde. Haben wir doch gut organisiert. Hey, ihr seid echt schlechte Menschen. Herr Krau, okay. Hast du gut gemacht. Das ist langweilig. Oh Mann.